Stuttgarts Heimauftritt gegen den VfB Stuttgart. Gleich nach der Werbung. Bleiben Sie am Ball mit der CMA. Bestes vom Bauern. Gleich gibt es wieder Bundesliga im Ersten, präsentiert von T-Mobile. Neuer Anzug, 445 Euro. Hotelzimmer, 169 Euro. Abendessen, 36 Euro. Zwei Teams, eine Leidenschaft, unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Mastercard. Wie dringend man einen Kia Carnival braucht, hängt von den persönlichen Hobbys ab. Da passt zum Beispiel eine ganze Eishockeymannschaft rein. Plus Coach. Oder die Ausrüstung fürs Windsurfen. Oder mehrere Fahrräder. Ich habe ja ein ganz anderes Hobby. Auch mal probieren. Auch mal probieren. Die Milch macht's. Weiterkommen, als man denkt. Mit unserer individuellen Finanzplanung schaffen Sie das auch. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Immer was zu tun. Einzig wahre Warsteiner. Bilder vom Spielfeld direkt aufs Handy. Mit den Bundesliga-News von Vodafone Live. Einfach im Vodafone Live-Portal bestellen und immer am Ball bleiben. 10.000, 100.000. Eine Million. Wie viele Kurven Ihre Reifen auch immer durchfahren müssen. Was zählt, ist optimaler Grip. Kurve für Kurve für Kurve. Vertrauen Sie auf dauerhafte Leistung. Michelin. Höchstleistung ist unser Anspruch. Jederzeit. Jahr für Jahr besonders empfehlenswert. Der Michelin Alpine. Die Vodafone Bundesliga MMS eine Woche kostenlos. Einfach im Vodafone Live Portal über Fußball MMS auf Mein Verein gehen, Ihren Lieblingsclub aussuchen und immer am Ball bleiben. Wir stehen zusammen. Wir fallen zusammen. Bad Boys fürs Leben. Bad Boys 2, jetzt im Kino. Warum wird denn bei Ihnen im Dunkeln eingekauft? Weil Licht einen Großteil der Vitamine zerstört. In frischem Licht zum Beispiel in kürzester Zeit. Für mich als Supermarktleiter war klar, dass ich reagieren musste. Und deswegen bleibt ab sofort bei uns das Licht aus. Für die Kunden war das sicherlich erstmal eine Umstellung. Aber für mich ist klar, kann ich helfen? Vitaminschutz ist Kundenschutz. Es geht auch einfacher. Mit lichtundurchlässigen Getränkekartons von Tetra Pak. Tetra Pak schützt, was gut ist. Ich möchte, dass du noch was davon hast.
Aachener und Münchner. Mit Sicherheit ein guter Partner. Unser ganzes Kraftstoff-Know-how, das Ferrari von Sieg zu Sieg führte, können Sie jetzt tanken. Das neue Shell V-Power. 100 Oktan, 100% Leistung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts des Milliardendefizits in der Rentenkasse geht die Diskussion um Konsequenzen weiter. Im Gespräch sind höhere Beiträge, eine Auflösung der Schwankungsreserve und eine Kürzung der Renten. Morgen will die Regierung auf einer Klausur Entscheidungen treffen. Der Aufsichtsrat der Leipziger Olympiabewerbungsgesellschaft hat den Geschäftsführer Therichen entlassen. Gegen ihn gibt es Vorwürfe wegen seiner Dienstzeit bei der Stasi und angeblich unsauberer Geschäftspraktiken. Bei der Sitzung in Düsseldorf entschied das Aufsichtsgremium, die Gesellschaft zunächst allein von Mike de Vries führen zu lassen. Biokraftstoffe sollen nach einem Bericht der Bild am Sonntag, Anfang 2004, von der Steuer befreit werden. Das Blatt beruft sich auf Koalitionspolitiker. Experten erwarten der Zeitung zufolge, dass der Dieselpreis durch eine mögliche Beimischung von Biotreibstoff um 16 Cent je Liter sinken könnte. Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang wurden am Morgen im sauerländischen Attendorn zwei Menschen getötet und sechs verletzt. Zwei führerlose Güterwaggons waren kilometerweit auf einer abschüssigen Bahnstrecke gerollt, bevor sie auf dem Bahnübergang zwei Autos und Fußgänger erfassten. Die Schranken waren zum Zeitpunkt des Unfalls geöffnet. Das Wetter? Morgen zumeist trocken, Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Zeit. Die Kernfrage, wer glaubt an eine Wende mit Hybsen?